Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Nell und möchte dir heute zeigen, dass Luxus gar nicht teuer sein muss. Ich verlange von Luxus mehr als nur einen hohen Preis. Ich möchte nämlich hochwertige Qualität und ein tolles Endergebnis. Und ich möchte das Gefühl haben, dass ich verwöhnt werde und mir was Gutes tue. Und das schafft dieses Produkt auf jeden Fall. Diese günstige Seife von CD kostet 65 Cent pro 125 Milligramm. Ich brauche im Jahr ca. 2 Stück und dafür zahle ich dann 1,30 Euro. Früher hatte ich sehr teure Luxusartikel, ungefähr 300 Euro habe ich ausgegeben für meine Gesichtsreinigung. Jetzt, wie gesagt, nur 1,30 Euro. Und früher hatte ich zwar sehr schöne Verpackungen, aber auch sehr viel Müll. Das entfällt mir jetzt. Also verwöhne ich nicht nur mich und meinen Geldbeutel, sondern auch die gesamte Erde. Und ein witziger Nebeneffekt ist, obwohl meine Haut immer älter wird, sieht sie nach der Umstellung der Gesichtsreinigung besser aus. Das ist Luxus. Und der nächste Luxusartikel zum kleinen Preis sind Haarseifen, feste Haarshampoos. Was mir da sehr gut gefällt, ist auch keine Verpackung. Mein Gott, ich liebe es, Müll zu sparen. Und Liebe ist Luxus. Liebe macht glücklich. Besonders gern mag ich die mit Honig von Lush oder von CD gibt es jetzt eine neue mit Avocado. Und bei Ecoverde gibt es ganz viele tolle von Sado Sun oder Alviana sind wirklich ganz tolle Haarseifen. Und wie gesagt, mit dem Endergebnis bin ich mehr als zufrieden, weil meine Haare trotz Strapazen und Chemikalien wirklich super aussehen, gepflegt sind, toll riechen. Und wozu soll ich dann 20 bis 50 Euro ausgeben, wenn 2 bis 10 genauso gut sind? Oder besser. Und das ist mein nächster Luxusstern. Das ist das Shampoo von Balea, tiefenreinigend. 250 Milliliter halte ich fest für 1,45 Euro. Es ist wirklich göttlich. Es macht, was es soll. Es ist schonend für die Haare und die Kopfhaut. Es hat einen angenehmen Duft und funktioniert einfach perfekt. Ich habe kein besseres gefunden. Die Verpackung gefällt mir zwar nicht so gut, aber im schlimmsten Falle kann ich das wirklich umfüllen. Vielleicht mache ich das sogar. Machst du sowas? Also wenn dir irgendein Produkt total gut gefällt von seiner Wirkung her, aber die Verpackung findest du scheußlich, füllst du es schon um oder nicht? Viele machen das ja zum Beispiel mit der Seife, dass sie einen Seifenspender haben und die Seife dann auffüllen. Wie stehst du zu sowas? Ah, das nächste Luxusprodukt und das ist wirklich ein Top-Produkt von Art Deco, der Zwei-Phasen-Augen-Make-up-Entferner. Ich hatte wirklich immer luxuriöse, also sehr teure Artikel gekauft von Chanel und Dior, Biotherm, Helena Rubinstein etc. etc. Meistens kosten sie so 30, 40 Euro, Milliliter so 100 bis 200. Das hat die gleiche Menge, kostet aber irgendwie 10 Euro. Und es funktioniert genauso gut wie die teuren Produkte, pflegend, schonend, gründlich und schnell. Sogar wasserfestes Make-up. Alles weg. Ich habe auch andere Augen-Make-up-Entferner aus der Drogerie getestet. Das von Art Deco hat mir aber am besten gefallen und ich habe nicht allergisch darauf reagiert, was schon mal sehr gut ist, weil ich empfindliche Haut habe. Mein nächster Luxusfund zum kleinen Preis ist ein Deo und zwei von Nivea. Ich mag aber auch die von Alterra sehr gerne und Alverde. Früher hatte ich immer so 20 bis 50 Euro für ein Deo ausgegeben. Jetzt bin ich deutlich unter 5 Euro und bin genauso zufrieden mit der Wirkung. Natürlich sind die ohne Aluminiumsalze, deswegen kommt da schon ab und zu ein bisschen was Wässriges raus. Aber es ist erträglich und ich finde es gesünder. Trotz der Abstandsregelungen versuchen die Menschen immer näher an mich ranzurücken, was ich auch den Deos, glaube ich, zu verdanken habe. Deswegen würde ich sagen, Wirkung steht. Ich rieche gut. Ein Nagellackentferner von Art Deco, 120 Milliliter für unter 6 Euro, ist genauso gut wie die super teuren Artikel, die ich benutzt habe. Schonend zu den Nägeln und entfernt den Nagellack. Ich bin total zufrieden mit dem Produkt und kaufe es jetzt immer wieder nach. Ein absoluter Luxusstern in der Drogerie. Ich mag die Verpackung nicht und deswegen bin ich ein kleiner Mogli und fülle diesen Nagellack in die Glasflasche von Chanel ein, von dem Nagellackentferner, den ich mir früher mal gekauft habe, der deutlich teurer war. Aber nicht besser. Psst. Wo ich auch sehr gerne Geld spare und merke, dass die Qualität genauso toll sein kann, ist beim Nagellack. Früher habe ich immer so 20, 30 Euro für ein kleines Fläschchen bezahlt von den teuren Designermarken. Jetzt kaufe ich das bei Essie, Kiko, bei Catrice. Also im Grunde die ganzen Drogerien-Nagellacke finde ich genauso gut wie die ganz teuren. Ich benutze Nagellack sehr selten. Das wäre wirklich Verschwendung, irgendwie total viel Geld dafür auszugeben. Vor allem, wozu mehr Geld ausgeben, wenn die günstigen genauso gut sind. Zumindest meiner Meinung nach. Es sind also keine leeren Worte. Für mich bedeutet Luxus nicht, dass irgendetwas total teuer ist und dann ist es für mich Luxusartikel. Für mich bedeutet Luxus wirklich, dass die Qualität da ist und dass dieser Artikel irgendwie Freude in mein Leben bringt, mich glücklich macht und das macht mein Leben luxuriöser, weil es dann schöner ist und fröhlicher. Das ist dir wahrscheinlich schon aufgefallen, weil es zieht sich schon so ein bisschen wie ein roter Faden durchs Video. Viele dieser Artikel sind Reinigungsartikel. Nach Jahrzehnten ist mir irgendwie bewusst geworden, dass ich nicht bereit bin, viel Geld für ein Reinigungsartikel zu bezahlen, für ein Produkt
quasi, das ich verwende, um es ganz kurz irgendwo aufzubringen, dann sofort wieder wegzuwaschen, also quasi sofort wieder zu entfernen. Zumal die Wirkung von den günstigen genauso gut und manchmal sogar besser ist. Was möchte ich dir eigentlich damit sagen? Ich möchte dir einfach diese Jahrzehnte ersparen, in denen du zu viel Geld für Sachen ausgibst, die es nicht wert sind. Vielleicht denkst du einfach darüber nach und findest deinen Stern in der Drogerie. Und wenn dir die Flasche nicht gefällt, füll es um. Es gibt so viele wunderbare Flaschen. Und hier noch eine Zugabe, die ich fast vergessen habe. Dekorative Kosmetik Kiko Bunte Mascara. Oft 50% reduziert, kostet entweder 4 oder 8 Euro und lohnt sich auf jeden Fall, weil sie luxuriös und wundervoll ist. Und sie kann mit den teuren Mascaras auf jeden Fall mithalten. Man kann sie pur verwenden oder einfach über eine schwarze Mascara drüber machen. Und ich mag die Bordeaux-Farben am meisten, weil sie in grünen Augen sein dramatisches Strahlen, Leuchten hineinzaubert. Das sieht einfach göttlich aus. Kennst du vielleicht noch ein günstiges Produkt, das den wahren Luxus in dein Leben zaubern kann? Falls du dein Geheimnis mit mir teilen möchtest, mit uns allen, schreib das bitte unten in die Kommentare. Das wäre toll. Und nun danke ich dir für deine Zeit und deinen Besuch und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis bald.